Ich habe ja schon viel verputzt, also mehr so im Lebensmittelbereich, aber noch nie eine Wand. Oh, Sie sehen auch schon, ich bin da nicht wirklich ein Experte, aber was soll ich machen? Also andere auch, wenn man nun mal einfach keinen Handwerker findet. Und so geht es vielen Menschen im Land. Über 7000 Stellen im Baugewerbe sind bei uns nicht besetzt. Die Auftragsbücher sind voll. Im Schnitt mindestens für die nächsten 10 Wochen. Welche Folgen solche Engpässe im Land der Häuslebauer haben, das zeigen Nina Funke-Kaiser und Achim Beckedorf. Anja Quastek und ihr Architekt auf der Baustelle in Göppingen. Besprechung. Was steht an? Das haben die beiden nicht immer selbst in der Hand. Der Altbau rechts soll saniert werden. Daneben kommt ein Neubau aus Holz von einem Zimmermann. Die Pläne fertig, der Vertrag mit dem Zimmermann auch. Dann das. Er hat uns hingehalten mit dem Baubeginn, was denn daran mündete, dass der eben gar nicht angetreten ist, nichts gehört, sodass wir ihn dann auch kündigen mussten. Wie lange hat das verzögert? Letztendlich 4 Monate später wurde dann erst zum Glück durch einen anderen Zimmermann begonnen. Das ist aber ärgerlich, oder? Mehr als ärgerlich. Das gibt es leider immer öfter. Man muss schon wirklich ein straffes Regiment führen, damit man die Handwerker bei der Stange hält und dass sie auch kommen. Verzögerungen gibt es immer, das ist nicht das Problem. Aber wenn jemand dann gar nicht antritt, dann wird es irgendwann mal eng. Ne? Beide betonen, die meisten Handwerker auf der Baustelle seien zuverlässig. Doch es gab noch einen, der ausgestiegen ist, der Fensterbauer. Er sollte alle Fenster einbauen. Für das hier hat es nicht mehr gereicht. Unser eigentlicher Fensterbauer, der die restlichen Fenster geliefert und noch eingebaut hat, hat seine Firma geschlossen, jetzt zum Frühjahr aus Altersgründen. Eine weitere Verzögerung von 2 Monaten, schätzt Anja Quastek und hofft, einen neuen Fensterbauer zu finden. Denn Handwerker sind schwer zu kriegen. Das erleben auch viele Städte, wie Leinfelden-Echterdingen. Das Veranstaltungszentrum Filderhalle wird erweitert. Doch viel weniger Firmen als gedacht haben dafür Angebote abgegeben. Für das geplante Blechdach kam europaweit kein einziges. An so einen Engpass kann sich der Oberbürgermeister in seinen 16 Amtsjahren nicht erinnern. Also in dieser Form haben wir es noch nie erlebt und es macht uns riesige Schwierigkeiten, überhaupt jemanden zu bekommen. Es gibt Bauverzögerungen, wir haben dringende Projekte. Wir haben jetzt eine völlig unsichere Situation. Die Baustellen der Stadt insgesamt können nur schwer besetzt werden. Der Markt ist leergefegt, die Auftragsbücher der Handwerker voll. Deshalb verlangen manche schnell mal mehr Geld, wenn sie ihr Angebot abgeben. Wenn wir eines bekommen, ist es in der Regel deutlich teurer als geplant. Das geht bis zu fast 40% höheren Kosten, die zu denen uns angeboten wird. Den Job will nicht jeder machen. Körperliche Arbeit und Schmutz. Nicht gerade attraktiv für viele Schulabgänger. Die Folge? Die Branche hat ein massives Nachwuchsproblem. Um Auszubildende anzulocken, muss man heute kreativ sein, sagt Roman Geiselhardt. Deshalb hat der Malermeister aus Pfullingen vergangenen Sommer 3 Werbespots gedreht und dafür Darsteller gesucht. Es gibt leichtere Wege, unsere Azubis kennenzulernen. Wir haben bei den Bewerbungen jetzt keine riesigen Zahlen mehr erreicht, dass da jetzt wahnsinnig mehr an Bewerbungen kommen. Aber die Qualität der Bewerbungen ist wesentlich besser. 15 Auszubildende könnte er einstellen, 9 hat er. Darunter Ibrahim aus Gambia und Gary aus Eritrea. Geiselhardt ist sehr zufrieden mit den Flüchtlingen, wünscht sich aber weniger Bürokratie und bessere Bleibeperspektiven. Wir beschäftigen die Flüchtlinge ja nicht, weil wir sagen, das sind viele andere da, sondern weil wir diese Flüchtlinge als Potenzial auch sehen, um wieder neue Arbeitskräfte zu generieren. Unterstützt wird Geiselhardt dabei auch vom Baden-Württembergischen Handwerkstag. Flüchtlinge als Arbeitskräfte, darauf bauen inzwischen viele. 40 Unternehmen aus dem Land, darunter VD und Wirt, haben sich sogar an Innenminister Thomas Strobel gewandt und fordern ein Bleiberecht für gut integrierte Flüchtlinge.
Wenn Menschen, die einen festen Arbeitsplatz haben oder sich in Ausbildung befinden, kein Bleiberecht und keine Rechtssicherheit gewährt werden, ist es für Unternehmen schwer, diese Integrationsarbeit zu leisten. Ein erster Erfolg für die Initiative. Mitte April gibt es ein Treffen im Innenministerium. Zurück in Göppingen bei Anja Quastek. Sie hat schon 2 Handwerksbetriebe ersetzen müssen. Alles hat sich verzögert. Einzug sollte eigentlich vergangenen Dezember sein. Und jetzt? Ich hoffe, im Mai können wir dann einziehen. Ob Anfang Mai oder Ende. Das wage ich noch gar nicht so festzulegen. Ob Privatleute bauen oder Städte. Es kostet mehr Zeit und oft mehr Geld. Der Vorstoß von Handwerk und Industrie, Flüchtlinge als Arbeitskräfte zu gewinnen, könnte da einen Beitrag zur Entspannung leisten. Zumindest einen kleinen.